Hallo, mein Name ist Oliver Haus. Ich bin Soldat und hier in Ulm Chef des Stabes des JLSG-Hauptquartiers im Multinationalen Kommando. Ich fange mit dem Einfachsten an. Nein, wir haben uns hoffentlich nicht verändert, weil der Umgang mit Krisen, auch wenn die Corona-Krise sicherlich für uns nicht anders neu war als für alle anderen, wir waren darauf genauso wenig vorbereitet, letztendlich wie jeder andere, sowohl als Mensch als auch als Organisation, ist es natürlich ein Teil unserer Fähigkeit, sich schnell auf wechselnde, schwierige und krisenhafte Lagen einzustellen. Tatsächlich ist es so, dass wir vor einer Herausforderung standen, die wir vorher in dieser Form nicht kannten. Wir entwickeln unseren positivsten Effekt im Team, wenn viele zusammen anpacken. Ich darf mal das Bild von Oderkatastrophe, von den Sandsack füllenden Bundeswehrsoldaten bis zum Horizont kurz beschreiben. Das ist das, was wir tun. Wir packen gemeinsam an. Corona hat uns jetzt dazu gezwungen, als Einzelkämpfer loszuziehen, ins Homeoffice, ein Begriff, der uns bis dort eher fremd war. Ich glaube, dass die Bundeswehr hervorragend reagiert hat in einigen Positionen. Ich war sehr stolz, dass viele unserer Reservisten, also ehemalige Soldaten, die heute im zivilen Bereich ihr Auskommen haben, sich zu den Streitkräften gemeldet haben und in der Phase des Lockdowns, in der Pflege, in den Testzentren etc. sich zum Dienst gemeldet haben. Das hat mich sehr stolz gemacht. Das ist diese Corporate Identity, wie man modern sagt, auf die wir in der Bundeswehr immer sehr stolz waren. Für Einzelne wie mich war es ein Lernprozess, dass unsere Mechanismen, wie wir sie kennen, offensiv die Lage anzugehen, proaktiv zu handeln, vorausschauend zu agieren, sehr schwierig geworden sind. Corona ist und war für uns alle eine echte Herausforderung. Ich habe in dieser für mich neuen Situation sehr viel Glück gehabt. Ich habe eine tolle Wohnung, ein tolles Zuhause, gewaltfrei, stressfrei. Meine Kinder sind erwachsen, die waren nicht 24 Stunden um mich und haben Corona frei mit Ferien verwechselt, wo dummerweise der Eisladen zu war. Und für mich ist dieses Frühjahr im Gegensatz zu vielen anderen Menschen kein schwieriges, sondern ein ganz leichtes gewesen. Es haben sich Dinge in meinem Leben verändert, die mir große Lust auf das machen, was kommt. Wenn man dir Macht über andere Menschen überträgt, ist da automatisch die Erwartung, dass derjenige, der diese Macht hat, sehr verantwortungsvoll damit umgeht. Geht es schief, wird man den fragen, was hast du falsch gemacht? Das ist das Erste. Das Zweite ist, Macht in der Demokratie ist Gott sei Dank immer geliehene Macht. Macht auf Zeit. Etwas sehr Schönes in meinem Beruf fand ich immer, dass der Arbeitgeber dich sehr nachhaltig daran erinnert hat. Macht zum Beispiel als Bataillonskommandeur ist in einer heutigen Zeit schon fast anachronistisch. Du kriegst die Türen geöffnet, man trägt dir deine Tasche die Treppe hoch. Du kriegst deinen Kaffee gebracht, selbst das Telefon wird durchgestellt. Kleine äußere Bilder, du hast Fahrer, du hast Menschen, die dich rund um die Uhr begleiten, dich um dich kümmern. Und irgendwann kommt der Moment, wo die Bundeswehr sagt, und jetzt ist Schluss. Und dann geht man als Referent ins Ministerium, wo man sich anstellen muss, um Bleistifte zu bekommen, wo es schwierig ist, einen Spitzer irgendwo zu finden und wo es tagelang dauert, einen Code für einen Kopierer zu bekommen, dass man seine eigenen Kopien ausdrucken kann. Das erzieht.
Was ich damit sagen möchte, ist, man ist gut beraten, sowohl im beruflichen Umfeld als auch privat, zu verstehen, dass es gar nicht so sehr um die Person geht. Du bist für eine bestimmte Zeit in eine bestimmte Aufgabe, wenn man es mag, Rolle gestellt. Und wenn man irgendwann Person und Erwartungshaltung verwechselt, wenn man glaubt, dass es nur um dich geht und nicht um das, was du zu leisten hast, ist das schon der erste Anfang zum Fehler. Ich habe das beruflich erlebt. Ich habe das aber auch im Ehrenamt erlebt, wo man eine Zeit lang bestimmte Privilegien genießen durfte als Ausgleich dafür, dass man Zeit, Geld, Kraft investiert hat. Und irgendwann ist diese Zeit vorbei, ein Nachfolger hat dieses Amt übernommen und du bist wieder zurück im Glied. Und es geht nicht mehr um dich und alle, die eben noch um dich herum waren und dir auf die Schulter geklopft haben, scharen sich jetzt um die oder die Neuen. Und es ist gut, wenn man sich darauf vorbereitet. Ich sage es noch einmal, mein Arbeitgeber hat mir dieses sehr intensiv beigebracht. Macht in der Bundeswehr zu definieren in zwei Sätzen ist schwierig und einfach zugleich. Für mich ist Macht unverändert ein positives besetztes Wort, wenn es positiv besetzt wird durch den, dem man diese Verantwortung überträgt. Zunächst einmal ist Macht Verantwortung. Man gibt dir die Möglichkeit, für die Menschen, die dir anvertraut sind, das Beste zu erreichen. Man verkürzt Entscheidungswege, weil man an dich glaubt, an deine beruflichen Fähigkeiten, vor allen Dingen aber auch an deine Integrität im Charakter glaubt und erwartet dafür, dass diese Menschen in besten Händen sind. Macht in der Bundeswehr ist für mich, auch nach 40 Jahren, ein gelungenes Experiment. Es sind Frauen und Männer in Führungspositionen, denen man die Möglichkeit gibt, diese Verantwortung wahrzunehmen. Für andere und in Teilen natürlich auch für sich selbst. Wenn Männer in meinem Alter jungen Menschen Rat geben, ist das immer schwierig. Ich will es trotzdem tun. Macht an sich und die Möglichkeit, etwas zu verändern, ist positiv. Und ich würde den jungen Menschen sagen, lasst euch nichts anderes erzählen. Den Wunsch, in eine Position zu kommen, in der man Dinge verändern kann, in dem man Dinge gestalten kann, in dem man sich für andere Menschen einsetzen kann, ist durchweg positiv. Und das geht besser als Vorstandsvorsitzende, als Fahrradkurier. Das werde den Fahrradkurier nicht ab, beim besten Willen nicht. Aber seine Möglichkeiten, Positives zu tun, sind begrenzte. Mein Rat geht gar nicht mal so sehr an den Wunsch, willst du das tun? Sondern mein Rat geht an den Moment, wenn er oder sie diese Position hat. Und das hatte ich vorhin angesprochen. Nie vergessen, es ist Macht auf Zeit. Und das Zweite, es geht gar nicht so sehr um dich. Sondern es ist ganz wichtig, dass man bei all dem Schulterklopfen, bei all dem Zuspruch, bei all dieser Bewunderung, die man teilweise auch bekommt, weiß, es ist sehr schnell vorbei. Und das ist auch das Kunststück, durch die Türe rauszugehen und zu sagen, meine Zeit war eben. Ja, besondere Momente. Ich war als Kompaniechef öfters in Ostanatolien eingesetzt, unter anderem zur Unterstützung der dortigen Autoritäten in der Versorgung von Menschen in Not. Und was mich unendlich beeindruckt hat, was ich nie vergessen habe, ist eine Begegnung mit einem Muchtar
so eine Art Ortsvorsteher in einem anatolischen Bergdorf mit Menschen, die nichts hatten. Und wir haben aus Deutschland Kleidung mitgebracht gehabt. Kleidung und Decken, um ihnen die harten Winde ein bisschen einfacher zu gestalten. Und sind in diese Dörfer gefahren, um den Menschen etwas zu bringen. Diese Menschen waren auch dringend darauf angewiesen, auf Hilfe, und waren darüber auch sehr dankbar. Aber es war ihnen sehr wichtig, uns etwas zurückzugeben. Nur hatten sie nichts, und mit nichts darf man einfach nichts verstehen. Sie hatten nichts, was sie zu verschenken hatten. Und mich hat der Muchtar mit großer Würde in sein Haus eingeladen. Nun darf man das nicht als Haus verstehen, sondern es war aus Lehm und Steinen eine Erdhütte gebaut. Wir saßen auf dem Boden und das Einzige, was der Muchtar hatte, war Bayram. Zumindest etwas, was so aussah wie Bayram. Gegurte, vergurte Milch. Ich mag es schon nicht, wenn ich es in einem Plastikbecher in einem deutschen Supermarkt kaufen kann, und nicht mögen ist untertrieben. Und er schob mir das in eine Art Becher hin und es war das Einzige, was er mir zu geben hatte und seine Würde. Ich erinnere mich, dass es für mich sehr schwierig war, diesen Bayram zu trinken, aber ich habe ihn getrunken komplett und habe ihm seinen Becher dann wieder zurückgereicht, weil es, glaube ich, der einzige Becher des Hauses war. Dennoch war die Würde, die diese Menschen ausgestrahlt haben, für mich etwas sehr Wertvolles. Mut. Aus was schöpfe ich Mut? Und woher kommt der? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zunächst einmal beginnt zu verstehen, dass es verschiedene Sorten von Mut gibt. Aus einem Flugzeug zu springen, und ich habe das 30 Jahre lang getan, erfordert eine bestimmte Art physischen Mut. Am Ende des Tages ist das gar nicht so schwierig, weil man sagt, naja, das wird schon funktionieren. Was mich sehr beeindruckt in diesen Tagen, sind Menschen, die eine ganz andere Sorte von Mut zeigen. Wenn ich an Corona, an Lockdown, an teilweise diese wirklich Herausforderungen denke, durch die wir alle gehen und vor allen Dingen auch schon gegangen sind, hat es Menschen gegeben, die sehr verzweifelt waren, teilweise auch zu Recht, aber auch Menschen, die in eine bestimmte Hysterie verfallen sind. Und mich hat beeindruckt, wie viele ganz normale Menschen die Initiative ergriffen haben, mutig nach vorne zu sehen. Beginnen bei einer ganz einfachen Nachbarschaftshilfe zu sagen, ich gehe einkaufen, du kannst es nicht, ich tue das für dich. Hin zu großartigen Unternehmen, die gesagt haben, ich entlasse keine Menschen. Ich halte alle meine Mitarbeiter in dieser Phase zusammen. Ich rechne nicht jetzt, wie viel Geld kann ich verdienen, wenn ich 21 Mitarbeiter freistelle, sondern ich sehe meine soziale Verantwortung. Und an der Spitze Menschen, die sagen, mir ist das jetzt im Moment egal, was mit mir ist. Ich kümmere mich um die, die mich brauchen. Randgruppen, alte Menschen, Kinder, Leute in Not. Und ich habe Mut, denen Mut zu geben. Das ist das, was mich beeindruckt. Und ich glaube, es kommt von innen heraus. Entweder du hast das oder du hast es nicht. Ich habe das noch nie an eine Uniform oder an einen Fallschirm gebunden. Das findet man im täglichen Leben am allermeisten.